Ein kleines, fieses Mädchen verwüstet einen Brunnen. Was machen wir da? Aufhauen. Nein, natürlich werden wir sie erstmal höflichst bitten, dies zu unterlassen. Oder? Was auch immer du da tust, hör auf damit, Vampi. Was? Was wollt ihr alle? Ich versuche, die glänzenden Münzen da drin zu erreichen. Ihr kriegt sie nicht. Sie gehören mir. Ich war zuerst hier. Ist es ein Wunschbrunnen? X. Oh. Wie ich manchmal vergesse. Ah! Nein, aua! Aua! Alter! Was geht mit der ab? Du Monster! So, und nochmal. Oh, oder doch nicht? So. Bumm. Oh yeah. Oh, ne, so nicht. Na, so. Ah, ey. So, komm. Oh, whoop. Genau. Die ist sehr, sehr schnell, ne? Tatsächlich. Ich glaube, das ist das, was hier wirklich. Oh, nein! Nein, 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 nein. Oh Gott. Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Aua! Ah, Hilfe! Alter, die Kometen! Sie kommen! Alter, oh, Alter, das war mega krank gerade. Die hat ja auch eine Anzeige. Das habe ich nie bedacht. Dass die Gegner das ja auch haben können. So, machen wir mal Wechsel. Oh. Oh, whoops. Na, okay, warte. So. Boom. Boom. Oh, nee, doch nicht. Oh, oh. Ja, so. Okay, gut. Das erste Mal, dass wir einen Gegner gesehen haben, oder beziehungsweise eigentlich, als wir gegen Mina gekämpft haben, haben wir das natürlich auch gesehen, dass der Gegner das einsetzen kann. Aber ich habe irgendwie gar nicht mehr darauf dran gedacht, dass da wirklich der Gegner in einem normalen Kampf halt eben auch so eine Ulti-Attacke haben könnte. Otto erwarb feurige Entschlossenheit. Dein aufgeladener Wurf verursacht mehr Brandschaden. Dann sollte ich ihn bei ihm vielleicht auch nochmal ausprobieren. Vielleicht ist er kein feuchter Furz. Vielleicht ist es jetzt ein warmer Furz. Du darfst diese Münzen nicht nehmen. Es würde jemandes Träume ruinieren. Wir schützen nur das Eigentum der Schule. Es ist nichts Persönliches. Ich hole mir die glänzenden Dinger ein andern Mal. Melden wir uns bei der Aufseherin. Unser Abzeichen wartet. Ja. War jetzt noch nicht so schwer, ne? Gut, irgendwann kommt die Rache von allen Leuten wahrscheinlich, ne? Die werden mich irgendwann nochmal richtig, richtig hardcore rannehmen. Wir haben das Problem der Verwüstung für dich geregelt. Können wir jetzt bitte unser Abzeichen haben? Wow, so schnell? Gut, dass ihr hier in der Schule seid. Denn für die Öffentlichkeit wärt ihr eine Bedrohung. Bis auf Balloni. Jeder weiß, dass er keinen Fliege etwas zu leide tun würde. So musst du es nicht ausdrücken. Die Fliege würde ihm den Hintern versohlen. Das ist nur einmal passiert. Stell dir das mal vor. Das war noch lange nicht alles. Benehmt euch, sonst gibt's Ärger. Nun, ihr habt euch das Abzeichen verdient. Bitte sehr, Otto. Lass mich raten, das ist für Mina und Otto für sich selbst wahrscheinlich erst mal zum Schluss. Juhu, es fehlt nur noch eins. Denkt an die wichtigste Regel. Keine ultimativen Manöver außerhalb von Wettkämpfen. Wir wollen nicht, dass weitere Gebäude zertrümmert werden. Habe ich mich klar ausgedrückt? Was passiert, wenn wir denn doch ein ultimatives Manöver außerhalb eines Wettkampfs verwenden? Oh, versuch's nur. Ich werde dich finden. Und ich werde dich verhaften. Dann musst du den Rest deines Lebens nachsitzen. Du willst doch nicht verhaftet werden, oder? Mitnichten. Wollen wir als nächstes die Krankenstation überprüfen? Ich denke, sie sollte jetzt geöffnet sein. Dort könnte es ein Abzeichen geben und wir können uns ein wenig vom letzten Wettkampf erholen. Klingt gut, auf geht's. Okay. Das ist leichter, als man denkt hier, ne? Diese Herausforderung, dass man hier alles finden muss. Hey, schaut, die Krankenstation ist jetzt geöffnet. Da wir uns dort ausruhen können, werde ich unsere GP nicht weiter auffüllen. Okay, Otto? Denk daran, ein paar Gegenstände in der Kantine zu kaufen und für den Notfall parat zu haben. Also gehen wir rein. Aber können wir da einfach reinspazieren? Klar, ich habe eine Platin-Mitgliedschaft, seit ich Ihnen den 100. Patienten schickte.
Den hundertsten? Das ist aber auch nicht so viel, oder? 100 Patienten für eine Krankenstation? Müsste man schnell hinkriegen, glaube ich. Prima, dann freue ich mich ja fast auf all die blauen Flecken, die uns sicher noch erwarten. Aber auch nur fast. Wir können uns hier jederzeit erholen, falls wir uns bei unserem barbarischen und gewalttätigen Lieblingssport verletzen. Nur keine Angst, versucht mit dem Krankenpfleger zu reden. Willkommen in der Krankenstation, alle zusammen. Wenn ihr dieses Arzneimittel einnehmt, dann seid ihr in Kürze wieder auf den Beinen. Mir hat keine andere Synchronstimme, ist mir gerade eingefallen. Das ist ein Pokémon-Center, okay? Ah, ich fühle mich richtig gut. Ich glaube, ich kann es jetzt mit jedem aufnehmen. Wir wurden gedopt, ist ganz klar, ne? Lasst ihr euch zusammenflicken, nachdem euch der Hintern versohlt wurde, ha? Redest du über euch? Unseren Hintern geht's gut, danke. Sag mal, hast du eigentlich auch einen rechteckigen Hintern? Die Vorstellung krieg ich nicht mehr aus dem Kopf. Schau an, wir haben ein brandneues Teammitglied. Was glotzt ihr Idioten so, ha? Das hier ist nur eine freundliche Darbietung von Sportlichkeit, oder? Darauf kannst du Gift nehmen. Es ist ein Überfall! Genau! Verdammt! Gib uns gefälligst ein Armzeichen! Mal sehen. Nein! Hey Kubo! Einschüchtern funktioniert offenbar nicht! Dann werden wir, wir haben das nicht ganz durchdacht. Wir nehmen dem Balljungen das Abzeichen weg. Ballonjungen. Aua! Der hat voll ins Gesicht. Guck mal, jetzt ist sein Gesicht platt, du Arsch! Ich hab's. Was? Das Abzeichen gehört uns. Nein, gib's zurück. Otto hat es gekauft. Oh, es gehört also nicht wirklich dir, was? Das war ein fieser Trick, Leute. Aber nicht mit mir. Dann nehmt es doch mit uns auf, wenn ihr könnt. Das ist genau, was wir tun werden. Wir regeln es hier und jetzt. Nein, nein, nein. Bitte geht nach draußen. Ich meine, wir regeln das auf dem Feld draußen. Los. War ja klar, dass es zu einem Kampf kommt, ne? So. So und... Oh, oh. Oh, oh. Ah, nee, der schon wieder. Och, dieser Kacker. Ich hasse ihn. Dieser blöde Kack-Move von dem. So. Und. Na, Mann, ich schaff es nicht mehr. Warte, mach du das mal. Beziehungsweise, nee, Quatsch. Ich muss mit ihm ja eigentlich noch den Move üben da, ne? Diesen speziellen Move. Oh, oh. Oh, 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 oh. So. So, und, es ist echt erbärmlich. Balloni versucht nicht mal, sich zu wehren. Hey, lass das. Du hast kein Recht, so zu reden. Was für ein Witz. Er versteckt sich hinter seinen Freunden. Was habe ich gesagt? Du sollst das lassen. Schwächling, er kriegt nichts auf die Reihe. Du wirst so etwas nicht sagen, wenn ich in der Nähe bin. Was willst du machen? Bist du sein Babysitter? Ich lass das nicht zu! Alter, Kamehameha! Alter, wie krank! Oh, mein ultimatives Manöver. Ich glaube, ich habe es endlich entfesselt. Oh oh. Oh oh. Aua. Au, au, au. Ah, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. So. Ah, der Ball, ne? Ah, na, ha. Wenn der Ball nach hinten geht, dann ist es halt echt fies, ne? So, und... Bums. Nein, nein, nein. Ah, Mann, ich wollte ihn haben. Ich wollte ihn haben, ich wollte ihn haben. Au! Ah, der trifft halt immer meine Teammates, ne? Der Typ oder die Tussi, die da hinten ist. So.
Und da immer ganz kurz vorher. Genau, wenn das Weiße so das Gesicht berührt. Ich glaube, dann ist es richtig. Oh, shit. So, und... Bums! Sehr schön. Oh, ah, Mist. Oh, gewonnen. Ich wollte noch mal eine Ulti-Attacke noch mal einsetzen. Verdammt. Das ging zu schnell. Ich will, dass die Kämpfe eine Stunde gehen. Und ich muss mich mal wieder ein bisschen neu einkleiden. Hübscher Anhänger zum Beispiel, den könnte ich Mina geben. Aber ich glaube, Baloni wird irgendwann auch nochmal mitkämpfen, habe ich irgendwie das Gefühl. Irgendwie glaube ich, Baloni kommt irgendwann nochmal als richtiges Teammitglied dazu. Sie sollten ihre Energie lieber in ihr Dodgeball-Spiel stecken, als in fiese Machenschaften. Das ist wirklich kein Sportsgeist. Sie sollten eine Verwarnungskarte kriegen. Du klingst wie ein Schiedsrichter, Otto. Ich... Nein, tue ich nicht. Ist doch wahr. Was ist Baloni? Sie haben mich ausgenutzt. Weil ich der Schwächste bin. Sie haben mein Abzeichen genommen. Hey, alles gut. Die haben sich wie echte Mistkerle verhalten. Lass uns einfach in der Kantine ein anderes Abzeichen kaufen. Na gut. Ich glaube nicht, dass wir nochmal eins kriegen, oder? Vor allem die Kantinenfrau, die war... eigentlich ziemlich scheiße, ne? Oder fandet ihr die höflich? Nee, ne? Die war kacke, oder? So, wo war die Kantine nochmal? Da hinten, ne? Ja, wird mir ja sogar angezeigt. Ich kann schon wieder schnupfen. Kann es sein, dass Ballsport eine allergische Reaktion bei mir auslöst? Wir sind gekommen, um noch ein Abzeichen zu kaufen. Klar, Junge. Kauf, was du willst. Willst du mich verarschen? Du alte, geizige Nebelkrähe, du. Was zum... Warum ist es jetzt so teuer? Diese Abzeichen sind rar geworden und werden in der ganzen Schule gesucht. Das bedeutet, dass der Preis steigt. Das Prinzip von Angebot und Nachfrage, Kinder. Die Hand des freien Marktes taugt nicht, um einen Dodgeball zu werfen. So viel steht fest. Hey, du klingst aufgewühlt. Ich habe zufällig ein Abzeichen übrig, das ich vorhin gekauft habe. Oh, wärst du bereit, dich davon zu trennen? Wir brauchen es. Suneko, nimmst du überhaupt an dem Turnier teil? Es ist nicht wirklich mein Ding. Zu viele Regeln. Früher hatte ich es mir vielleicht gefallen, als ich noch weicher war. Oh... Ich will echte Kämpfe mit echten Einsätzen. Dann spiel Poker. Die Wettkämpfe abseits des Turniers, die sind das einzig Wahre. Wie wäre es, wenn wir um dieses Abzeichen kämpfen? Der Gewinner kann es für sich beanspruchen. Hört sich fair an. Ab geht's. Hört sich ein bisschen zu leicht an. Ich glaube, die hat faustdick hinter den Ohren, oder? Alter, guck mal, wie die abgeht. Moment mal, was war das? Sie benutzt ihre Fokusfähigkeit. Wenn sie ihren Fokus lange genug hält, kriegt sie einen Spezialeffekt. Jeder Schüler hat seine eigene Fokusfähigkeit. Versuche Y zu halten, Otto. Ach, noch etwas. Du kannst nur fokussieren, wenn sich Bälle auf dem gegnerischen Feld befinden. Okay. Oh, Alter. Ja, toll. So viel zum Thema Fokus. Aber das ist tatsächlich eine gute Sache eigentlich, ne? Oh Gott, ah Mann, ach, dieses Fokussieren nervt tatsächlich. Gerade aktuell. So. Mann, ich hab doch gedrückt, Mann. Ach, jetzt funktioniert es mit dem Ding nicht mehr, mit dem Kontern. Beziehungsweise, guck mal, ich krieg die Bälle nicht mehr. Steh auf jetzt. Mann. Ich besieg sie halt auch so. Ohne Fokus. Oh, shit. Ja, zu früh, so viel zum Thema. Steh auf jetzt. Nein! Oh Gott, nein! Nein, 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 oh Gott, oh, oh. Alter! Nein! Oh, Mist! Alter, die ist zu gut! Alter, die ist voll gut! Es ist voll kacke! Nein, ich bin verloren! Um 3 Lebenspunkte! Das Fokussieren kriege ich irgendwie nicht hin. In genau dem Moment,
den Moment abzupassen, wo ich dann halt fokussieren kann, dann verliere ich halt den Überblick, dass ich halt eben eigentlich auch mal kurz, dass ich halt einfach auch mal kurz abwehren könnte, beziehungsweise den Ball fangen könnte. So, jetzt. Mann, ich hab gedrückt. Mann, ich hab doch gedrückt, Mensch. Och, jetzt leck mich am Arsch, ey. Ohne Witz jetzt. So, jetzt. So, jetzt geht's besser. Ah, Mann. Man verliert halt gerne mal den Überblick bezüglich der, wer gerade den Ball wirft. Also wenn sie jetzt gerade den Ball wirft, dann sollte ich natürlich nicht... Das ist so ekelhaft! Das ist so... Steh auf, Mann! Oh, das geht mir jetzt gerade so auf und sagt, die weicht doch allem aus! Guck dir das an, die kriegt alles ausgewichen! Das ist voll scheiße! Ich warte richtig immer mit Aufladen, bis ich richtig aufgeladen bin, um dann zu werfen. Und exakt in dem Moment, wo ich immer werfe, macht sie flupp und geht weg. Exakt den Moment. Ich verstehe nicht, wie ich den Kampf gewinnen soll. Ich habe es ja vorhin fast geschafft, aber das war... Oh, jetzt muss ich den ganzen Kack nochmal nehmen. Boah, der ist jetzt echt scheiße schwer. Eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich muss ich mich nur drauf fokussieren. Dann lass halt den Fokus weg. Wobei, wenn ich den Fokus weglasse und... Jetzt habe ich gefangen. Okay, alles klar. So. Guck, jetzt habe ich sie gekriegt. Mann, guck mal, die geht immer weg. Die kann immer ausweichen. Was ist denn mit der komischen Kuh? Alter, hier, bam. So, hier. Ich friss. Ich bin zu weit weg. Das ist das Problem. So. Okay, warte. So. Guck mal hier. Bam, nimm das. Oh, Alter, der war überhaupt nicht schwer, der Kampf. Ich muss nur ein bisschen näher in die Mitte rücken. Das wusste ich nicht. Habe ich nicht gecheckt. Ich reg mich halt immer gerne vorher kurz auf. Bevor ich es mal versuche zu verstehen. Alter. Okay, das Fokussieren, das muss ich echt üben. Du bist beeindruckend, Otto. Ja, ich habe beeindruckend dreimal verloren vorher, oder? Waren es dreimal? Zweimal? Egal. Ich habe das Duell verloren, also hier, du hast es dir verdient. Yeah, nice. Alles klar, danke. Gewöhn dich nicht dran. Wir haben immer noch ein Abzeichen zu wenig. Diese Abzeichen dienen als Test für das gesamte Team. Er hat recht. Sie testen unsere Ressourcen, unser Ressourcenmanagement, unsere körperliche Eignung. Vielleicht testen sie auch unsere Intelligenz. Versuchen wir es in der Bibliothek. Darf ich zuerst mal ganz kurz einen Dodgeball auf die scheiß Oma hauen? Oh, ich komme da an, nehme ich von hier. Ja, ich kann nur rechts und links werfen. Kacke. Ich würde gerne die Oma verprügeln. Tut mir leid. Ich finde sie nicht in Ordnung. Sie nutzt arme kleine Kinder aus. Ist doch so. Schokoriegel. Den gebe ich der Oma, aber nur, wenn ich ihn vorher vergiftet habe. So, ab in die Bibliothek. Schreckliches Wort. Ach, das ist gar nicht die Bibliothek. Hä? Ja, doch. Ach so, in der Schule in der Bibliothek. Ach so. Das heißt, hier muss ich einfach nur... Wahrscheinlich ganz nach links, ne? Wenn ich die Karte jetzt richtig interpretiere. Da geht's nicht rein. Nee. Ach Quatsch, nee, das ist ja wieder der kleine Typ da draußen. Irgendwo hier muss bestimmt die Bibliothek sein. Ach, hier bei dir oder was? Hey George! Ach, das ist George mit dem Greifstab. Oh, das Ding? Claro, wartet mal, ihr müsst mir erst mit etwas helfen. Ich muss wirklich auf die Toilette. Könnt ihr kurz hierbleiben und die Rezeption für mich übermachen? Ich bin so froh, dass er nicht gesagt hat, könnt ihr kurz die Flasche halten, weil ich hier im Wacher stehen muss. Manchmal kommen Leute vorbei, um zu kämpfen. Glaubt ihr, ihr seid dieser Aufgabe gewachsen? Jo, klar. Ah, super, bin gleich wieder zurück. Okay, also wir warten jetzt einfach hier. Hey, wo ist George? Unsere Wettkämpfe beginnen gleich. Nun ja, ich kümmere mich gerade darum. Los geht's! Da waren aber ganz schön viele, oder? Hilfe!
Und Bums. Und jetzt hier Fokus. Und Jupp. Und Wärts und Fokus. Achso, muss ich nicht mehr. Siehst du, gegen normale Gegner geht das mit dem Fokus ganz gut. Nur gegen starke lila Haare-Farben-Dinger-Gegner geht's nicht. Okay, wer ist als nächstes dran? Alter, ich muss gegen alle fünf, ne? Ich sag ja, das sind Pokémon-Kämpfe hier. Ach du Scheiße, Hilfe. Mann, ich hab doch gedrückt. Ja. Fokussieren kann ich jetzt hier nicht. So, Fokus, 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 Fokus. Ah, Mist, 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 Mist. So, und nochmal. Ah, und jetzt nochmal, genau. So war's richtig. Au, au. Ach, sehr gut. Okay, und Bums. Sehr gut. Okay, jetzt zeige ich euch diesen Trick raus. Also das heißt, wenn die tatsächlich... Oh, shit. Ah, ich muss erst Bälle haben. Ich wollte gerade ZL drücken, aber ich muss ja erst Bälle haben. Hier, zack. Kamiamia! Alter. Gewonnen, okay. So langsam habe ich keine Leben mehr. Ich habe ein bisschen Angst, dass das hier schief geht. Mina kämpft ja nicht mit. Ich muss ja alleine gegen die kämpfen, oder wie war das? Sonst noch jemand? Nein, bitte nicht. Ah, jetzt kämpft sie mit. Oh Gott sei Dank. Bitte. Au, au. So. Ich will jetzt die Bälle holen hier. So. Bums. Bum. Aua. Ich steh doch auf. So, warte. Boom und Bams. Und... Wow, wow, Alter! Wow, 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 Alter, die gehen ab! Alter! Wow, aus, 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 aus! Ja, sehr, sehr, sehr gut. Aber nur eine. Nur eine. Scheiße, das wird eine enge Kiste. Noch eine aus. Oh, scheiße! Ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt gleich getroffen werde. Ja. Ich habe Angst, dass ich getroffen werde. Guck mal hier, erstmal alle Bälle nehmen. Oh, scheiße, nein! Oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh Gott, nein, nein, oh Gott, nein, nein! Oh, 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 nein, nein! Alter, scheiße! Ah! Mist! Oh, Wettkampf wiederholen. Doch, ich muss das jetzt schaffen. Ich hab halt so wenig Leben. So, warte. Hier. Ah! Oh, wow! Okay, warte. Wir kriegen das hin. Hier, am besten. Ah! Scheiße. Ich wollte ein kleines bisschen schneller machen, weil wenn wir verschiedene, also viele, viele Bälle auf unserer Seite haben, habe ich das Gefühl, scheiße, dass ich da ein bisschen schneller agieren muss. Dann funktioniert es besser, meiner Meinung nach. So, erstmal hier. So, siehst du? Dann können die nämlich nicht ausweichen. Das war jetzt echt gut. Ah, Mist, 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 Mist. Steh auf. Und? Nein. Ah! Oh, nein. Ich bin mit Ausweichen beschäftigt gewesen. Aua. Scheiße, was ist das hier? Ah! Scheiße. Alter. Okay, das ist der absolute Oberabfuck-Kack hier, Alter. Ja, sehr gut. Ah, ich kann fokussieren, kannst du knicken an der Stelle, weil du halt mit anderen Sachen beschäftigt bist. Aber ich kann ja jetzt hier so machen. Na, ich geklappt, oder? Nee, nicht geklappt. Jetzt aber. Yeah, nice. Okay. Oh, das war schwer. Das war jetzt echt schwer. Jetzt zieht's an, aber so will ich das haben. Das muss anziehen. Pizzastück mit Ketchup. Wieso Ketchup? Mach doch Tomatensauce drauf.
Boah, Alter. Immer her damit. Ich glaube, das waren alle. Das war ein großartiges Zusammentreffen. Du bist sogar besser als George. Ich denke, wir sollten bald eine weitere Verabredung planen. Nicht schlecht. Wunderbar. Es war wohl ruhiger hier, während ich weg war. Da hast du ihn, Otto. Den Greifstab. Jetzt kann ich endlich den Geldbeutel aus dem Müll fischen, ne? Ich sollte jetzt zu meinem Platz zurückkehren. Naja, gut. Dann auf geht's. Das machen wir noch und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und freue mich drauf, Kommentare und Bewertungen von euch zu bekommen. Der Greifstab, du bist mein Lebensretter. Hier, für deine Mühe. Brandneue Handschuhe. Stimmt, das sollte ich sowieso mal wechseln, ne? Macht euch keine Sorgen um den Greifstab. Ich werde ihn wieder zurückbringen, wenn ich meinen Geldbeutel gefunden habe. Komm, das machen wir noch kurz. Wir gucken uns noch mal ganz kurz die Ausrüstung an. Was haben wir hier? Erhöht Stärke um 10%. Was haben wir hier? Erhöht Stärke um 35%, wenn wir extrem niedrig sind. Ja, gut. Komm, machen wir lieber hier das da. So. Bei einer Baltimativ-Anzeige wird am Anfang des Kampfes um 20% nachgefüllt. Das ist eigentlich auch ganz cool, ne? Erhöht Gewandtheit um 10%, das hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Erhöht Stärke um 35%, wenn deine GP extrem niedrig sind, hatten wir ja schon. Erhöht Stärke um 4% ist nicht so wirklich schön. Joa, ich denke, das reicht. So lassen wir es erstmal, okay? Joa, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, einfach Bewertung abgeben und dann geht's bald weiter mit Dodgeball Academia. Bis dann. Tschüss.